Tag 10 bricht herein. Ich hoffe, ein besserer Tag als der letzte, wo ich nicht so viel geschafft habe. Wir werden sehen. Heute würde ich ganz gerne den Boss in diesem Gebiet machen. Im Wald des Anfangs. Ja. Es gibt noch sehr viele andere Sachen, die wir machen müssen. Aber wir müssen sowieso bald nochmal in dieses Gebiet kommen, wenn wir blaue Pikmin haben. Die haben wir noch nicht. Es gibt sehr viele Wasserstellen hier, die brauchen wir also. Und dann können wir auch den Rest machen. Nur den Boss würde ich ganz gerne jetzt schon erledigen. Ich muss mal eben schauen. Wie wir das am besten machen. Okay, das Signal ist hier. Dann muss ich, glaube ich, hier rein, um dahin zu kommen. Ich würde aber ganz gerne noch diese Qualle hier erledigen, die die Himbeere bewacht. Weil das hat mich im letzten Part sehr aufgeregt. Das will ich eigentlich nicht offen lassen. Ich denke, ich nehme einfach mal von allen 30 mit, außer von den roten. Wobei, vielleicht brauche ich gar keine Felsen. Und wenn, dann weniger. Ne, die roten sind schon wichtig, weil die einfach so stark sind. Okay, wir haben jetzt aber auch einige Blattpigmen. Ja, egal. Kriegen wir schon hin. Wir können auch Bomben mitnehmen, wenn wir zum Boss gehen. Aber mit Bomben tue ich mir meistens immer nur selber weh. Ja, wir müssen hier einmal hoch. Ah, ist das eine blöde Sache hier. Egal, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. So, erstmal ein gelbes Pigment drauf. Dann noch Charlie drauf. Und dann gebe ich ihm ein paar rote mit. Ruhig ein paar mehr. Vielleicht noch. Na, keine gelben, sondern noch 5 Felsen. Ich weiß nicht, wie viele Pigmen er unterwegs verlieren wird. Das ist ja da nicht ganz so einfach. Jetzt haben wir noch genug gelbe, die wir hier auf den Pilz werfen können. Dann landen die da oben auf der anderen Waage. Und dann funktioniert das. Ja, so viel dazu. Was ist denn jetzt das Problem? Sehr seltsam. Aber jetzt geht's. Habe ich genug gelbe? Ja. So, Charlie. Ach, schon ein rotes Pigment verloren. Super. Na, egal, wir können auch die gelben jetzt nochmal mitnehmen. Die hier stehen. Auch wenn wir. Ja, wir werden jetzt einige verlieren. Dieser Weg hier ist einfach sehr schmal. Moment mal, ich sehe gerade. Alf könnte eben das rote Pigment einsammeln. Komm mit. Und dann kann Alf sich darum kümmern, dass wir noch ein paar Motivierbären kriegen. Das müssen wir irgendwie hier hochkommen. Das sieht schon sehr gut aus. Klappt nämlich nicht. Okay. Ah, sieht gar nicht so schlecht aus. Ist in Ordnung. So, ihr könnt herkommen. Schafft ihr es auch irgendwie? Ne, ihr seid kaputt. Ja, okay. Müssen wir mal schauen, dass wir die noch runterkriegen. So, ja, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und da ist die Qualle. Oh, kommt her! Einfach drauf, einfach drauf. Wir haben sie gleich, wir haben sie gleich. Komm, komm, komm. Okay. Schauen, ob da irgendwas Wertvolles drin ist in den Eiern. Ein paar Bomben, okay. Gut, dann nehmt die Himbeere mit und nehmt auch die Leiche mit, wenn ihr eh schon zum Schiff geht. Hab ich auch so viele Bomben dabei, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ah, mit Bomben tue ich mir immer nur selber weh, verdammt. Das ist egal. Kommt ihr? Schon wieder Bären. Spawnen die so schnell neu oder hat das gerade nicht geklappt? Na gut. Okay, dann gehen wir jetzt zum Boss, wenn alles am Schiff angekommen ist. Die Beere ist gleich da.
Ja, ich muss aufpassen, dass die ganzen Pikmin nicht wieder zurücklaufen, die gerade die Beeren transportieren. Ich muss auch aufpassen wegen den Bomben. Okay. Die Leiche wird noch abtransportiert und dann sollte aber alles auch erledigt sein. Nein, mir fehlen zwei Pikmin. Ah. Alf, sammel deine Kreaturen ein. Das war nochmal ein Pikmin, das gefehlt hat. Dann können wir schon mal hier hoch. Das geht nämlich dann weiter. Oh, Alf geht durchs Wasser. Oh, man hätte eigentlich immer hier abkürzen können, als das ganze Ding noch nicht fertig war. Oh, nein, ist egal. So, ja, ich würde sagen, wir gehen schon mal los. Auch wenn Alf mit dem einen Pikmin gleich erst hinterherkommt. Habe ich jetzt immer noch Bomben dabei? Ja. Oh. Ich meine, Bomben gegen den Boss sind ja kein Fehler. Ist ja ganz schlau. Aber wenn ich mir damit selbst wehtue, dann war es das wahrscheinlich. Okay. So, jetzt sind wir hier am Strand. Bin da. Okay, Alf. Dann komm sofort hinterher. Ich sammle dich gleich ein. Und da ist es. Dieses Gerät also hat das Signal ausgesendet. Und noch dazu ein ziemlich starkes Signal. Wir sollten das Gerät zu Drake bringen. Alf kann damit sicher etwas anfangen. Okay. Hier sind aber auch noch Daten. Ich würde ganz gerne die Daten haben für den Boss. Da und da hinten. Was war hier? Noch mehr Bomben. Ich brauche ja also Bomben oder was? Ich lasse die mal graben. Oder vielleicht sind da auch andere Sachen drin, aber eigentlich immer Bomben oder Scherben. Scherben machen hier keinen Sinn. Hier haben wir eine Datei und da ist auch nochmal so ein Hügel. Okay, Cophead. Daten. Kreaturen, wenn es was zum Boss ist. Oh, hier ist auch Megalum. Megalum, lichtempfindlich. Ja, das wissen wir. Im Licht ist man vor ihm relativ sicher. Auch das wussten wir. Und das ist, glaube ich, der neue Boss. Wühlmaul. Saugt es Luft ein, ist es Zeit für einen kurzzeitigen Rückzug. Okay. Wühlmaul 2, haben deine Pikmin Steinbomben? Okay. Kannst du auch angreifen, wenn das Wühlmaul Luft einsaugt? Alles klar. Okay, weiß ich Bescheid. Alf ist noch nicht da. Anscheinend. Weiter Weg oder was? Pikmin kommt, nimmt die Bomben. Seid ihr unfähig? Okay. Immerhin, eine Bombe wurde genommen. Und da hinten ist auch noch eine Bombe. Alf ist auch angekommen. Kommt. Wie viele haben wir jetzt? 6 Bomben, oh mein Gott. Damit können wir unsere ganze Pikmin-Population einfach in die Luft sprengen und dann war es das. So, dann schauen wir mal. Der Boss kommt, er kommt nicht. Muss ich graben? Ich muss graben. Hilfe. Oh, und da ist er. Wühlmaul. Ein ekelhaftes Neunauge. Allerdings nicht im Wasser, sondern im Sand. Wie so ein Zapplerang. Uah. Hilfe. Saugt er jetzt ein? Ist das mein Stichwort? Ich glaube ja, ich werfe eine Bombe. Ja, das klappt. Sehr nice. Und ich habe sehr viele rote dabei. Kommt alle her. Niemand muss heute sterben. Alle werden überleben. Alles wird gut gehen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich kann doch auch ausweichen, oder? Ja, stimmt. Haben wir ja gelernt. Okay, kann ich einfach hochlaufen lassen? Kann ich. Ich glaube, ein paar Felspikmin wurden gerade begraben. Ist aber nicht so schlimm. Die können nicht zerstampft werden. Die sind dann einfach nur in der Erde. Ich muss sie nur wieder auspflücken. Das ist nicht so schlimm. Aber jetzt macht er das gar nicht mehr mit dem Einsaugen. Aber an dem Boss erinnere ich mich noch ziemlich gut. Ich hab das Spiel ja 2013 schon gespielt. War ja mein erstes Pikmin. Ich dachte gerade, ich hätte die Bomben weggeschickt. Dann wären wir tot.
Oh, ich muss echt aufpassen mit den Bomben. Hilfe! Kommt ihr? Ah, schade, nur einer hat getroffen. Ich sehe auch gerade nicht so viel. Aber er bewegt sich wieder, okay. Greif ihn an, los! Und steht nicht so dumm rum. War's das schon? Oh mein Gott, war der einfach. Eine Melone, alles klar. Oh, und die Melone ist kaputt. Naja. Und das Mobiltelefon mit zwei Frettchen. Cool. Dünenduell. Besiege das Wühlmaul im Abenteuer. Ja, habe ich getan. Die Gelben können den abtransportieren. Ich hole mal ein paar neue von denen. Ihr könnt mal hier das Handy machen. Und dann hoffe ich, dass wir genug haben, um die Melone abzutransportieren. Das ist aber jetzt sehr schwer, weil die eben in 1000 Stücke zerfallen ist. Da brauche ich schon 8 für. Macht ihr das mal. Da brauche ich 5 für. Na gut. Sollte gehen. Da brauche ich 5 für. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Pikmin. Da brauche ich nur 1. Und hier 8. Sehr schön. Dann klappt das. Und ich würde Alf dann tatsächlich auch sofort zur Zwiebel schicken. Und Charlie kann auch versuchen, in das Gebiet zu gehen, in dem Alf vorher war. Dann können wir versuchen, da noch was zu erledigen. Oh mein Gott, wir kommen hier gar nicht vorbei, oder? Na doch, irgendwie schon. Quetschen uns einfach durch. Aber meine Pikmin kommen, glaube ich, nicht mit. Na gut, sie spawnen hinterher, wenn ich das Gebiet wechsle. Das mit Alf ist... Also da, wo Alf früher war, das ist hier. Das ist relativ weit. Ich könnte auch hier durchgehen. Aber wir haben noch genug Zeit, also das sollte klappen. Ich habe auch 25 rote Pikmin dabei, da sind nämlich sehr viele Gegner. Sollte aber alles gut gehen, denke ich. Oh mein Gott. Total erschrocken. Ah, aber hier komme ich nicht durch. Ah, dann nehmen wir doch den anderen Weg. Also ich komme da schon durch, aber ich muss alle Pikmin hochwerfen, habe ich keine Lust drauf. Mache ich nicht. Okay, der Abend bricht herein. Hier durch den Baum, okay. Ah ja, dann sind wir hier. Ich bin angekommen. Okay, Alf, dann bleib du einfach dort. Alles wird gut. Nice. Das Vieh ist besiegt. Ich habe ja sowieso fast nur rote dabei, außer die drei gelben, die die Bomben tragen. Alte Gewohnheit aus Pikmin 1, dass nur die gelben Bomben tragen. So. Oh, ich hasse diese Viecher. Objekt geborgen. Okay, danke Drake. Eine Nachricht von der Drake. Geborgenes Objekt wird analysiert. Klapparchiv. Objekt identifiziert. Kommunikationsterminal einer Kultur dieses Planeten. Zusammensetzung unbekannt. Hohe Signalstärke. Signal wird noch ausgestrahlt. Eine Kultur, die Geräte zum Zusammenklappen erfindet, muss extrem weit fortgeschritten sein. Ob wir dieses Gerät mit der Drake verbinden können? Heute Abend soll sich Alf das einmal ansehen. Was mache ich denn jetzt mit denen? Ich muss die eigentlich besiegen. Die sind halt mega stark. Ja, jetzt hat er ein Pikmin von mir gefressen. Das ist unglaublich. Ah, ich hasse diese Raupen. Ich finde die so schwer zu besiegen. Und da ist jetzt auch noch ein riesiger Punktkäfer. Aber egal, den können wir einfach besiegen. Ups. Sorry. Wieso verliere ich eigentlich Pikmin bei dieser Raupe und nicht bei dem Boss? Ah. So, jetzt haben wir da noch die Frucht. Das ist, glaube ich, eine Feige, oder? Eine nicht vegane Frucht.
So, dann bringt das mal alles weg. Oh, hier sind auch noch Daten. Okay. Dazu nehme ich dann natürlich den großen Punktkäfer nicht mit, aber ist egal. Dafür noch die Raupen hier. Oder Larven wahrscheinlich eher. So, sollte alles gut gehen. Gebt euch mal hier bei der Feige ein bisschen mehr Mühe. Die soll auf jeden Fall heute noch ankommen. Und so weit ist der Weg nicht. Aber der Tag ist gleich eben vorbei. Die Schnecke können wir nicht mehr mitnehmen. Aber wenn die hier rauskommen, dann war es das ja schon. Also ich warte mal hier. Ihr seid alle happy. Okay. Okay. Nehmen wir das noch mit. So, kommen die an? Ja, die kommen langsam an. Sehr schön. Aber das dauert ewig hier. Könnte sehr knapp werden. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir jetzt helfen. Das sollten die aber schaffen. Es wird sehr knapp, aber es sollte klappen. Nee, es klappt nicht. Das ist mir zu knapp. Ach, jetzt habe ich wieder Pikmin verloren. So ein Mist. Ah. Ich konnte sie auch nicht retten, weil sie waren gerade in dem Übergang vom einen Gebiet zum anderen. Da kann man die halt nicht nehmen. Da sind sie noch nicht richtig geladen und ja, super. Die Feige haben wir also noch nicht und vor allem haben wir jetzt 18 Pikmin verloren. Oh mein Gott. Das ist so ärgerlich. Oh, das. Ne, darauf komme ich nicht klar. Oh Mann. Und dabei lief alles so gut beim Boss. Ich habe einfach kein Glück mehr in dem Spiel. Ich wollte zu viel. Immerhin die Melone. Ich entdecke für mein Leben gern neue Früchte. Ach ja, und dann noch das Perlsaftdepot. Eine kleine Himbeere. Oh, mit sehr violettem Saft. Oh, die Flasche sieht ganz gut aus. Ja, dann wässriger Titan. Oh. Geiler Melonensaft. Da sollten wir auch richtig viel rauskriegen. Ist ja auch sehr viel, was wir hier haben. So, zwei Flaschen Melonensaft haben wir schon. Aber aus den kleinen Stücken kommt wirklich nicht sehr viel raus. Wenn wir die Flasche noch voll kriegen, bin ich glücklich. Was soll denn da noch rauskommen? Der eine Tropfen. Aber nur drei Flaschen finde ich ein bisschen wenig. Ich dachte, wir kriegen vier raus. Naja. Ist okay. Das gibt heute ein Festmahl. Blub, blub, blub. Das war schon ein grüner Saft. Ich würde sagen, unsere Vorräte dürften noch eine Weile reichen. Ja, verhungern werden wir nicht, aber unsere Pikmin sterben immer. Das ist traurig. Boah, 16 Pikmin bei der Nacht verloren. Ich habe jetzt ja auch viel zu viele gelbe. Ich muss bei den Felsen und bei den roten Acht geben, dass ich da nicht so viele verliere. Ah, das mit den roten, das regt mich jetzt richtig auf. Das waren ja alles nur rote, die da gestorben sind. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Das tut sehr weh. Wir haben das von der Riesenkreatur verschluckte Kommunikationsterminal geborgen. Ich überlasse es dem jungen Alf, das darin enthaltene Empfangsgerät mit dem Kommunikationssystem der Drake zu verbinden. Die Kreaturen auf diesem Planeten verschlucken wirklich alles. Sogar einen 10 Captain wie mich. Dabei. Jetzt geht mir der Platz aus. Charlie. Okay, Logbucheintrag von Charlie. Der Tag ist geschafft, aber der Part ist nicht vorbei. Denn wir machen nicht das Wühlmaul nochmal in der Bossmission. Aber ich würde ganz gerne mal anfangen mit den Bonusmissionen von Captain Olimar
Tag 11. Na, sowas aber jetzt nicht gedacht. Signalsuche, alles klar. Fluss der Veränderung. Oh, neues Gebiet. In Südamerika. Seht nur, da sendet jemand ein Signal. Vielleicht ist es Captain Ulima, dieser Außerirdische von Hokotate. Ganz bestimmt. Und sicher hat er auch unseren Überlichtschlüssel. Ich weiß nicht. Was, wenn er es auf unsere Vorräte abgesehen hat? Keine Angst, Brittany. Falls etwas passiert, werde ich sie mit meinem Leben... Dann ist ja alles klar. Machen wir uns auf den Weg. Nein, 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 nein. Wir gehen ins Bonusabenteuer. Ich bin sehr gespannt, was uns darin erwartet. Möchtest du Ulimas Abenteuer in den Bonusabenteuern jetzt spielen? Ja. Die Basis in Pikmin sind ja sowieso ein bisschen klein. Ich denke, da können wir mal hier Ulimas Abenteuer beipacken. Und es gibt auch anscheinend noch was anderes, das aber jetzt noch nicht da ist. Okay. Captain Ulima und sein Untergebener Louis machen sich erneut auf, um Hokotate Freight vor dem Bankrott zu retten. Okay, das ist natürlich jetzt eine Anspielung auf Pikmin 2. Habe ich ja selbst nie gespielt. Aber Louis ist quasi der zweite Mitspieler, benannt nach Luigi, so wie Ulima nach Mario benannt ist. Ja. Wenn ein Schatz vergraben oder schwer zu sehen ist, ist das keine Ausrede, ihn nicht trotzdem mitzunehmen. Der Präsident. Ah ja, und den Präsidenten gibt es auch. Das ist der Boss von der Firma, für die Ulima und Louis arbeiten. Sammeln Sie Früchte und Goldklumpen. Also anscheinend sind das jetzt diese kleinen Missionen, die es auch in Pikmin 3 schon immer gab. Mal schauen. Captain Ulimas Forschungsnotizen. Ich bin Ulima, Captain der Dolphin. Nun bin ich also das dritte Mal auf diesem Planeten. Der Präsident unserer Firma Hokotate Freight hat einen gewaltigen Schuldenberg angehäuft. Um diese Schulden abzubezahlen, sind wir hier auf Schatzsuche. Ich höre Pikmin sterben. Haha, Louis, was machst du denn? Und wie immer scheinen auf diesem Planeten gefährliche einheimische Kreaturen zu lauern. Okay. Also diese Sammelmission, die kenne ich und das scheint mir eine zu sein. Wenn du eine Mission perfekt abschließt, erhältst du eine Platin-Medaille. Halten Sie immer die Augen nach versteckten oder vergrabenen Früchten offen. Finden Sie sie alle. Mhm, okay, machen wir. Ja, jetzt muss ich mir hier Pikmin einsammeln, die irgendwo rumliegen. Man kann auch auf die Karte gucken. Und das Gebiet ist mir bekannt. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das ist doch das Gebiet, wo wir auch Brittany getroffen haben. Die war irgendwo hier dann. Ja, auf jeden Fall, die Pikmin stehen hier rum. Können hier schon mal ausgraben. Louis habe ich auch hier. Sind noch mehr Pikmin? Da hinten sind Pikmin. Und da sind auch Pikmin. Dann kann Louis da hinten schon mal die Fels-Pikmin ausgraben. Ich sehe allerdings, da sind auch Käfer. Das klappt ja sehr gut. Nein, 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 komm her. Okay. So, eigentlich will ich das jetzt so machen. Ja, Louis steht da, das ist ganz gut. Bleibt ihr mal alle da. Jetzt wurde abtransportiert. Dann können wir jetzt erstmal hier die Brücke bauen. Man hat halt eben nur 9 Minuten Zeit. Und ja, wenn ich dabei kommentiere, dann geht die Zeit auch ganz schnell vorbei. Hier sind noch mehr Fels-Pikmin. Also es geht immer darum, zu gucken, was man alles holen muss. Welche Pikmin-Sorten es hier gibt. Und dann eben versuchen, alles so gut wie es geht. Ja, zu kombinieren und dann eben richtig zu machen. Wenn ich Gegner einsammle, dann ist es halt wie in den normalen, im normalen Abenteuer, dass ich eben neue Pikmin kriege. Wobei das in den Sammelmissionen eigentlich nicht so ist. Naja, ist egal. Dann auch hier entsprechend dann die Narben sammeln. Das wird natürlich von den Roten eingesammelt, ist klar. Und hier könnte dann hier schon mal weitermachen mit der Brücke. Da war noch eine Himbeere. Oh, Quatsch, eine Kirsche. Genauso wie hier. Und da ist Gold. Das Gold gibt es natürlich in den normalen Missionen nicht. Aber das muss eben auch eingesammelt werden. Da ist noch eine Erdbeere da oben. Ziemlich gut versteckt.
So, wir können schon mal da weitergehen. Ich muss aber aufpassen, da sind ekelhafte Kristallkäfer, die allerdings sehr einfach zu besiegen sind. Das ist das Gute. Und die sind auch für die Weltgipfel gar kein Problem. Haben die jetzt echt eine Erdbeere fallen lassen? Okay. Sammeln wir alles hier ein. Dann ist hier noch eine Zitrone, die nehmen wir auch schon mit. Dann den Pilz, glaube ich, nichts, oder? Aber ich kann auf jeden Fall Pikmin hochwerfen. Muss ich das mal anschauen. Dann wechsle ich wieder zu Louis. Oh, hier war Nektar drin. Okay. Na, da oben ist auch Nektar. Na gut, das bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Sammelt ihr schon mal hier das Gold ab? Ja, und dann, können wir versuchen, Pikmin zu vermehren. Ich habe irgendwie das Gefühl von den Fels-Pikmin nicht so viele. Das Gold lässt du noch da stehen. Du sollst erstmal das hier machen. Und ja, dann würde ich sagen, Louis geht erstmal zurück, holt sich neue Pikmin. Olima kann eigentlich auch schon zurückgehen und ja, die paar Roten hier mitnehmen. So, dann kann Olima hier hin und gleich die einen wieder einsammeln, die dann da stehen werden bei dem Goldklumpen. Louis geht schon mal hier hin. Und ich würde sagen, er kann sich jetzt erstmal darum kümmern, dass die ganzen Pikmin groß und stark werden. Und das macht schon einiges aus. Okay. So, ihr könnt das abtransportieren. Die macht hier schon mal auf. Lul geht nochmal zurück. Olima sammelt hier die ganzen Pikmin ein. Und wir gehen schon weiter, würde ich sagen. Ist ja noch mehr zu tun. Da oben an der Leiste sehen wir jetzt schon die Bronzemedaille. An die Erdbeere kommen wir auch dran. Und dahinter Pikmin? Nein, die Pikmin sind dort. Okay, komme ich auch noch hin. Wartet, wir sammeln gleich ein. Macht erstmal hier auf. So, das ist nicht zu lange. Die haben da noch nicht offen. Schade. Ist das Gold abtransportiert? Ja. Könnt jetzt alle da bei der Tür helfen, bei der Sandburg. Das geht doch ganz schnell. Hier sind noch mehr rote. Die kann ich einfach rufen. Die waren nicht eingegraben. Und dahin darf ich gar nicht weitergehen, da ist abgesperrt. Dann haben wir es jetzt eigentlich geschafft. Wir müssen jetzt hier nur noch ausgraben. Ja, wenn du willst, kannst du das abtragen, ist mir egal. Und die Zitrone. Die goldene Erdbeere, ganz wichtig. Ah, und da ist noch eine Orange. Louis! Die transportiert schon ab. Dann muss ich das hier mit beiden Kapitänen machen. Die Stelle kennen wir ja, das war ja mit Blüchen hier auch so. Sollte auf jeden Fall ein Pikmin reichen. Geht da alle hoch. Und holt die Orange. So, dann können die wieder mitkommen und wir haben es, glaube ich, geschafft. Oder fehlt irgendwo noch was? Nee, mehr gibt es hier nicht zu holen. Hier ist alles abgesperrt. Klar, ich kann auch Pikmin einsammeln, aber... Im Grunde geht es ja nur darum, die ganzen Schätze einzusammeln, also das Gold und die Früchte. Ja, Silbermedaille, Goldmedaille haben wir jetzt auch. Und da oben wird auch schon die Platinmedaille angezeigt, also gleich haben wir es.
wenn die Orange da ist. Ja. So, Mission geschafft. Hat noch 2 Minuten Zeit, also alles gut. Perfekt. Und den Zeitbonus. 5.000 Punkte, das ist, glaube ich, ganz gut. Unglaublich. Nehmen Sie Ihren Titel als Strategiegenie zusammen mit meinem Lied an, das ich zu diesem Anlass geschrieben habe, sagt der Präsident. Ja, dann wäre das geschafft. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier und machen das nächste Mal weiter in Pikmin 3. Ich freue mich drauf. Bis dahin, nur das Beste.